Ja, ganz konkret zum Beispiel läuft ja im Rahmen der BMBF-Förderung Spitzencluster-Wettbewerb eine Initiative, Industrie und Hochschule, Akademie enger zusammenzubringen. Da gibt es auch einen Cluster in München, in den sich Roche eingebracht hat, der unter dem Headline steht, personalisierte Medizin. Und dort sind wesentliche Elemente, einmal die IT-Struktur aufzubauen zwischen den Kliniken und die Informationen verfügbar zu machen. Ein Inhalt ist auch die Informationen zu Patientengewebe verfügbar zu machen. Dies muss natürlich immer mit Zustimmung des Patienten unter ethischen Richtlinien ablaufen. Aber diese Informationen sind ganz extrem wichtig, um daraus ableiten zu können, kann man in der Forschung ein neues Produkt, eine neue Entwicklung, ein neues Projekt beginnen, weil man weiß, nachher in einem Tumor ist ein gewisses Protein auf- oder abreguliert. Sodass diese Zusammenarbeit für die Industrie extrem wichtig ist, auf diese Daten Zugriff zu bekommen. Vielleicht darf ich aber auch nochmal einen kleinen Wermutstropfen in die Diskussion werfen, weil wir eigentlich oft erleben, wenn es nachher dazu kommt, vertragliche Regelungen zwischen den akademischen Einrichtungen und der Industrie zu machen, erleben wir es häufig, und Herr Franke sagte eben, mit der Politik wäre es extrem langsam, aber auch die akademischen Einrichtungen haben heute, zum Teil zumindest vielleicht, noch nicht die Infrastrukturen mit ihren Rechtsabteilungen, die oft aus einem Verwaltungsumfeld kommen und weniger aus einem forschungskollaborationsnahen Umfeld kommen. Oft haben wir sehr große Probleme, mit diesen Einrichtungen schnell zu effizienten Verträgen zu kommen. Vielen Dank. Wir wollen bei konkreten Szenarien bleiben. Das Ganze spielt sich ja ab, Herr Strehl, auch mit ganz bestimmten Personen in ganz bestimmten Kontext für ganz bestimmte Fragestellungen. Und da sind wir leider bei uns ein bisschen zersplittert. Sie hatten das Problem Bund-Land angesprochen mit Finanzierungen. Aber auch innerhalb der Universitätsklinika ist ja die Translation des einen in die medizinischen Fakultäten. Und da müssen wir mit den Dekanen kooperieren. Natürlich der erste Direktor muss es innerhalb der Kliniken umsetzen. Dann hat es natürlich auch einen Aspekt, der über die medizinische Fakultät hinausgeht. Wir müssen mit den technischen Fakultäten auch und mathematischen kooperieren. Wie sehen Sie da die Szenarien der Weiterentwicklung, Herr Strehl, im Hinblick auf Translationsmedizin? Die Rektoren wollen ja gerne sozusagen einen Großteil der F&E-Gelder an sich ziehen, um das dann zu verteilen. Aber ob das sinnvoll ist, ob Sie das überschauen können, wie ist Ihre Sicht der Dinge? Also, wenn ich mal anfange mit Ihren Bemerkungen, ich würde sagen, das ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Es gibt Rechtsabteilungen, die beherrschen das Problem von Forschungsverträgen und dann sind die in 4 Wochen rein und raus. Und es gibt Standorte, wo es leider so läuft, wie Sie das geschildert haben. Jetzt zu diesem magischen Dreieck von Rektoraten, Medizin, Leitungen in den Fakultäten und Universitätsklinika würde ich auch mal sagen, dass das von Standort zu Standort uneinheitlich ist. Sie kommen aus Düsseldorf, wenn man Ulm nimmt. Das sind Standorte, wo die Universitäten maßgeblich durch die Medizin geprägt sind. Wenn man die Medizin abzieht, bleibt quasi nicht viel übrig. Wenn Sie an andere Standorte gehen, Göttingen, Tübingen, Berlin, dann hat sich die Medizin eigentlich auch personell und vom Know-how her so in einer dezentralen Struktur kompetent ertüchtigt, dass sie in der Lage ist, auch Autonomie wahrhaft verantwortungsvoll wahrzunehmen. Ich sehe also diese beiden Standorte kaum Probleme, dass dort Rektorate etwa dazwischenfunken, wenn es darum geht, Forschungsinitiativen zu ermöglichen. Das Problem ist auch nicht diese ganzen Initiativen, die Sie beschrieben haben. Forschungsgelder für befristete Projekte zu bekommen, ist in Deutschland nicht mehr das Problem Nummer eins.
Das Problem Nummer eins ist, wenn diese Projekte auslaufen, erstens festzustellen, was war an diesen Projekten gut, was war schlecht, was eignet sich für die dauerhafte Implementierung und wie finanziert man diese Implementierung. Ich würde mal sagen, diese bilateralen Kooperationen mit Großgeräteherstellern, mit Pharmaunternehmen, mit IT-Softwareentwicklern, das läuft im Regelfall gut, wenn auf beiden Seiten gute Leute da sind. Man findet immer Geld. Die Schwierigkeit ist, wenn die 4-5 Jahre rum sind, wie finanziert man dann diese Dinge? Und darüber müssen wir uns, glaube ich, in Deutschland noch Gedanken machen. Ja, ich denke, das waren schon sehr wichtige Worte zum Abschluss. Forschung, Entwicklung, die Evaluation der Forschung, die Implementierung in klinische Szenarien. Welche Grundvoraussetzungen brauchen wir dabei? Das Wichtigste ist, was wir sicher alle zustimmen, eine Integration von verschiedenen Aufgabenstellungen, von verschiedenen Fachbereichen mit dem gemeinsamen Ziel einer Problemlösung. Und das ist ganz wesentlich, was auch hier rüberkommen sollte und rübergekommen ist, meines Erachtens. Die Anforderungen von Medizin Bereich, dann was können die Universitätsklinika und die Forschungsinstitutionen dazu beitragen, wie werden die Weiterentwicklungen aus der Industrie inkorporiert in solche Aufgabenstellungen und wie kann man das Szenario so transportieren, dass das bis zur finanziellen Finanzierung dieser Anwendungen auch trägt. Und da sind eben alle Partner gefragt. Und vielen Dank nochmals für diese klaren Worte.